dieser berühmte Jojo-Effekt. Und dann hast du sofort innerhalb kürzester Zeit alles wieder drauf und meistens noch mehr als vorher. Aber so damit umzugehen, einmal im Jahr sich so zwei, drei Tage zu hören, in meiner Woche zu hören. Der Apfel macht's auf. Oder in der Woche einfach mal reduziert, einen Tag einen Wassertag macht, Reis und ein bisschen Früchtetee zum Obst, dann hat man ja auch, könnte man auch in der Woche einen sogenannten, ja, Niedrigkalorientag oder Fastentag einlegen, der hervorragend ist, nicht nur für den Körper. Dafür können Sie Ihnen alle recht geben, wenn Sie selbst weniger essen, und das machen Sie mal bewusst, mal so einen Tag, auf einmal merken Sie, wie der Kopf frei wird. Und wenn wir dann Kohlenhydrate beispielsweise zu sich nehmen und möglichst diejenigen Kohlenhydrate, die einfach so gut schmecken, denn Fett mit Zucker macht den Zucker noch süßer, wenn wir eine richtig schöne, ne, Sahnetorte, dann ist sofort der Kopf wieder zu. Das geht ruck, also bei mir zumindest innerhalb von Minuten merke ich, wie ich ein bisschen trüber werde. Also einfach mal ausprobieren und einfach so ein, auch aus meiner Sicht so ein Fastenelement mit reinnehmen. Und dran denken, ein Apfel essen am Tag und du kannst den Arzt vergessen. Das als Lebenshilfe für uns alle. Unter dem Motto Apple a Day and the Doctor Away. Wunderbarer Ansatz, wie es immer nicht vergisst im Leben, wenn du aus so Eltern bist. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mit. Danke Ihnen ganz herzlich für die Geduld mit mir. Freue mich weiter auf die Zusammenarbeit mit der Petito. Meine Stiftung selbst kümmert sich um vor allem die Vorsorgen der Arbeit. Herzlichen Dank, unglaublich. Wie der Bruder, emotional. Das, was er macht, unter dem Motto: mehr Mensch für Mensch. Professor Dr. Grönemeyer. Live bei Appetito. Wohlbefindlicher Bewegung auf der einen Seite, auf der anderen Seite kümmere ich mich darum, auch Kinder als Gesundheitsbotschafter auszubilden. Wir machen so Crashkurse in Medizin und Krankheitslehre, Ernährungskunde, Bewegungskunde und Hilfe zur Selbsthilfe mit Jugendlichen von 13 bis 18 Jahren, auch mit Förderschulen zusammen. Gymnasium, Realschulen, Förderschulen, damit die Kinder, die Jugendlichen in die Schulen hineingehen und das tun, was die Erwachsenen heute nicht können und was im Angebot auch nicht da ist, den Kindern Spaß an Bewegung, Spaß an Ernährung, Spaß an Wissensvermittlung zu geben, den von Kindern zu zeigen, dass nach dem Duschen, das mediterrane Kostüm ist, wieder erklären, was im Herzen ist, dass ein Herz leer ist, dass es Gruppe, dass es fühlt, dass es mit unserer Seele verbunden ist. Und das Herz und Seele immer zusammengehören. Und das versuchen wir über die Kinder zu vermitteln, über die jungen Kinder zu vermitteln. Und da arbeiten wir hier wirklich total froh, gleichzeitig mit der Petito ganz eng und sehr konstruktiv in Sensibilisierungsreisen zusammen. Herzlichen Dank Ihnen. Danke auch. Im Sinne von mehr Mensch, gesund Mensch im Leben. Vielen Dank.